Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver in der Nuzlocke Randomizer Challenge, meine lieben Freunde. Ich bin euer Delta und wir spielen weiter. Ich wollte eigentlich schon mal ins Pokémon Center gehen, damit ich euch das ersparen kann. Aber dann bin ich hier rausgelaufen aus der Arena und dann, seht ihr, du hast den Orden von Anemoniendorf erhalten. Gut, dann will ich dir diese VM schenken und damit bekommen wir Fliegen. Fliegen ist relativ cool. Wenn du einem deiner Pokémon die Attacke Fliegen beibringst, kannst du sofort in jede beliebige Stadt düsen, die du bisher besucht hast. Yay. Julian, halt dein Maul. Ich muss jetzt Taubhoga muss ich jetzt erstmal Fliegen beibringen. Ja, es geht einfach nicht weiter so mit Gerd, sage ich mal. Es geht so einfach nicht weiter. Ne? Gerd muss jetzt mal ein bisschen Dampf machen, sage ich einfach mal. Wir tauschen jetzt eine Attacke mit 40. Aber wie ist denn der Spezialangriff? Der Spezialangriff ist einfach nur scheiße. Deswegen machst du keinen Schaden. Der Angriff ist auch scheiße. Fuck. Aber trotzdem, 40 gegen 40 gegen 90. Ist ein guter Tausch, würde ich sagen. Ja. Okay. Gerd hat komplette Scheißwerte. Deswegen ist das so schlecht. Hätten wir das auch mal erkannt. Oder eingesehen oder was auch immer. Ist mir egal. So. Egal. Wir gehen dann auch noch hoch. Machen ein bisschen Zertrümmerer an diese lustigen Steinchen. Habe ich mir sagen lassen. Vielleicht kriegt man sogar noch mal ein Pokémon hier. Durch das Zertrümmern der Steinchen. Ja. So. Ich bewege mich ganz lang. Was ist das hier eigentlich? Fotostudio. Aha. Da muss ich jetzt nicht unbedingt rein. Hier ist nochmal eine Höhle. Dieser Weg führt in die Safari-Zone. Erlebe spannungsgeladene Abenteuer mit Pokémon in freier Wildbahn. Nur wenige Schritte trennen dich von deinem Safari-Glück. Ich würde schon Unglück lesen. Egal. Wir machen den Fels kaputt, jo. Los, Togepi, spring dagegen. Yeah. Da war aber nichts drin. Wer macht den Fels kaputt, Togepi? Und ein weiterer Schädelbasisbruch für Togepi. Oh, da oben Suizune. Oh, oh. Wollen wir das mal ansprechen? Ich bin mir halt unsicher, ob es wirklich Suizune ist. Oder was anderes. Oh, cool, ein Pipi. Wir können ein Pipi fangen. Dann machen wir uns nichts vor, ich werde es umbringen, aber wir hätten es theoretisch fangen können. Ja. Pipi. Was in einem Stein gefangen war. Logisch. Überlebe. Verdammt. Okay. Ich hab's nicht so mit Pokémon fangen, wie ihr seht. Es ist nicht so mein Move. Wisst ihr was? Wir sprechen mal das Suizune an. Wir speichern vorher. Weil sollte ich da sterben irgendwie oder so, dann zählt das natürlich nicht. Ja. Natürlich zählt's. Aber ich habe Angst. Angst. Es könnte alles sein. Es könnte einfach alles sein. Okay, es rennt weg. Nee. Was tust du, Suizune? Okay. Oh, ich dachte schon. Eusin. Hallo, Delta. Sag mal, war das eben nicht Suicune? Ich konnte es nicht richtig erkennen, aber für den Hauch einer Sekunde meinte ich wirklich gesehen zu haben, wie Suicune über das Meer gebrettert ist. Suicune ist so schön und so stolz. Außerdem läuft es mit dem atemberaubenden Geschwindigkeit Städte und Straßen ab. Es ist einfach ein wundervolles Pokémon. Ich würde es nur zu gerne mal aus nächster Nähe sehen. Los, lass uns kämpfen. Wenn ich dich besiege, erkennst Suicune vielleicht als würdigen Trainer an. Komm schon, Delta. Oh shit. Am Ende ist er jetzt ultra stark, ey. Hallo, Eusin. Tuska. Okay, Level 25, das geht noch. Das geht noch, durchaus. Ich fange mit Steinwurf an, einfach. Bam. Solide. Durchaus solide.
dieser Treffer. Wurzler. Ah, ich glaube, du bist nicht bereit, um Sekun zu treffen, Alter. Eusin oder wie man das auch ausspricht. Wie man dich auch immer ausspricht. Unbekannter Eusin. Tangulos. Wisst ihr was? Wir packen Gerd rein und Gerd kann jetzt nur zeigen, was er mit seiner neuen guten Attacke reißen kann, okay? Mit den schlechtesten Werten, die ich jemals gesehen habe. Tangulos, Alter. Tangulos ist doch, glaube ich, echt stark. Also. Oder? Wo taucht Tangulos das erste Mal auf? Huh. Oh Gott, Gerd. Was hast du denn nur? Gerd ist. Ich will nicht zu weit gehen, aber. Gerd ist irgendwie eine Enttäuschung, oder? Kann das sein? So ein bisschen? Ah, da wird sie es doch gleich beweisen. Ah ja, übrigens der asynchrone Ton. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ist mir eigentlich jetzt auch egal gerade. Deswegen. Ich habe jetzt keine Lust, mich darum zu kümmern. Es ist ein rundenbasierendes Pokémon-Spiel. Also bitte regt euch nicht auf. Da ist der Ton jetzt nicht so relevant. Ach, schade, ich dachte, ich lerne Attacke. Tohaido. Ast, dein Auftritt. Warum heißt der unbekannter Eusin? Schon ein ziemlich blöder Name. Verletze ich jetzt bitte nicht selbst mit Schlafbruder. Natürlich. Alter, habe ich mich selber gekrittet oder was? Eiszahn? Will mich verarschen? Ein Glück. Tohaido ist, glaube ich, eine Glass Cannon. Hat wenig Leben, macht aber auch richtig viel Damage. Ich sage es ungern, aber du gewinnst. Ach, was. Immerhin kriege ich viel Geld von ihm. Das war unglaublich, Delta. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum Suicune einen Augenblick lang innegehalten hat, um dich zu mustern. Aber deswegen gebe ich meiner Suche nach Suicune noch lange nicht auf. Wir begegnen uns bestimmt mal wieder. Mach's gut. Hau rein, Keule. Wir sehen uns. Oh, Gerd ist. Warte mal, jetzt kommt gleich Fliegen einsetzen. Wir fliegen einfach mal hier hin. Dann bin ich ja direkt beim Pokémon Center. Ah, oh, diese coole Animation. Habt ihr das gesehen? Wir können fliegen, yo. Geil. So, und dadurch, dass wir die Medizin haben, können wir dann einfach sozusagen. Das machen wir alles noch in diesem Part, oder? Jetzt kriegen wir noch hin. Ist kein Problem für uns, yo. Können wir dann einfach zurückfliegen und das scheiß Medizinzeug abgeben. Und so. Klingt machbar. Mit voller Part. Hoffentlich beziehen wir nicht wieder. Ich will gerne noch die Steinchen. Oh, da waren einfach neue Steinchen. Okay, die haben noch gefehlt. Ich glaube, der da hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, wie viele ich bis jetzt kaputt gemacht habe, ehrlich gesagt. Geil, den hier machen wir noch. Du hast ein Item zwischen den Trümmern entdeckt. Top Ether. Nice. Da oben liegt bestimmt auch noch irgendwo ein Item. Wir laufen das mal kurz ab. Okay. Vielleicht liegt hier auch kein Item. Guck mal noch in das Häuschen. Hallo. Oh, ein Besucher. Leute wie dich sieht man hier nur äußerst selten. Als ich noch jung war, habe ich auf meinen Reisen als Pokémon-Trainerin auch nichts unversucht gelassen. Ich habe versucht, Türmen zu erklimmen und die Tiefen des Meeres zu ergründen. Aber inzwischen bin ich schon damit zufrieden, an diesem Strand den Wellen und der Meeresbrise zu lauschen
und ein gemütliches Leben zu führen. Das ist alles. Ich dachte, ich krieg irgendwas Schönes. Ich denke mal, man kriegt was geschenkt, habe ich recht. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, fliegen wir rüber, jo. Fliegen wir rüber, jo. Das war hier, gell? Vor allem, ach, das ist, da gibt's wirklich nur noch die Safari-Zone. Aha. Warte mal, da fehlt ja jetzt noch das Dorf und das Dorf. Und das ist der See. Der See des Zorns. Da kriegt man auf jeden Fall ein geiles Pokémon. Ja, ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo hier die Liga ist. Wo ist hier die Liga? Ich habe null Plan. Okay, auf nach Olivia. Cities. City Boys. So, wo war der Leuchtturm? Das ist eine gute Frage. Das ist der Hafen. Ah, hier war der. Okay, dann gehen wir hier nochmal hoch. Nepomuk, Alter, wer ist Nepomuk? Hallo? Ich bin's, Nepomuk, alles okay? Wie geht es deinem Pokémon-Team? Meinem geht es ein wenig zu gut. Besonders mein Octolary. Jedes Mal, wenn es einen Trainer sieht, stürmt es auf ihn los. Das wird mir langsam zu viel. Bis später. Okay. Keine Ahnung, wer das war. Also jetzt wirklich. Gelobt seien die Fahrstühle. Die Lichtkuppel, bitteschön. Hallo. Hallo. Hey, wir haben's. Amphi, Ampha, es scheint kaum Luft zu bekommen. Oh nein. Jasmin. Kann Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Ja klar. Wir überreichen die Geheimtrank. Medizin, Boys. Nimm mir das bitte nicht übel, ja? Amphi lässt sich bloß von niemand anderem als mir füttern. Okay. Wie geht es dir jetzt, Amphi? Ampha, Ampha. Rungs. Und wir sind alle blind. Und tot. Oh, so ein Glück. Es hat wirklich geklappt. Ich bin ja so dankbar. Das ist alles dein Verdienst. In Ordnung. Dann gehe ich jetzt zurück in die Arena. Okay. Oh nein, nicht die Leiter. Wir können auf Fahrstuhl fahren. Alles cool. Hey, einfach raus. Willst du gegen mich kämpfen? Nein? Schade. Ich dachte, das hätten wir vielleicht fangen können oder so. Okay. Überleg gerade, ob wir noch was machen vorher. Vor der Arena. Hier können wir drauf gucken. Okay, das ist sogar die nächste Arena-Leiterin. Okay. Boah, Leute, wir haben schon. Wie viele Orden haben wir? Fünf von acht, yay. Wir kommen gut voran. Das muss man ehrlich mal zugeben. Und ein Baoba. Hallo, Delta, ich bin's, Baoba. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Sie ist endlich eröffnet, die Safari-Zone. Du weißt wo? Du kennst doch das in dem Fels gehauene Tor in Anemonia City, oder? Wenn du dort durchgehst, erreichst du sie nach einer Weile. Ja. Nun, es liegt nicht gerade auf dem Weg, aber schau unbedingt einmal vorbei. Ja, kein Problem, jo. Kein Problem. Werden wir sicher irgendwann mal machen. Jetzt müssen wir nur erstmal die Arena hier finden. Und da erstmal ein bisschen Stunk drinne machen. Sozusagen alles auseinandernehmen. So, du bist also wirklich gekommen. Du magst der Arena-Leiterin vielleicht geholfen haben, aber in der Arena gilt immer noch das Gesetz des Stärkeren. Kämpfe entweder richtig oder gar nicht. Ja, okay, kämpfe. Achso. Ich dachte, er will gegen mich kämpfen. Okay, dann kämpfe eben gegen diese Göre. Was auch immer du bist. Hehe, du hast mir im Leuchtturm bereits bewiesen, wie stark du wirklich bist. Aber du wirst all deine Kraft brauchen, um im Kampf gegen Jasmin zu bestehen. Ich hoffe, du gewinnst. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn jetzt? Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit Sashimi an. Ich meine, warum nicht?
Jasmin, danke für deine Hilfe im Leuchtturm. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, mache ich es dir deshalb nicht leichter. Ich möchte mich noch einmal vorstellen. Ich bin Jasmin, die Arenaleiterin. Die Pokémon, die ich einsetze, gehören alle dem Typ Stahl an. Katsching. Scheiße. Hoffentlich nicht wirklich. Hast du von diesem Typ schon mal gehört? Diese Pokémon sind eisenhart, bleiben immer kühl und berechnend und haben einen messerscharfen Verstand. Sie sind echt stark, in Ordnung? Das ist mein voller Ernst. Okay. Oh mein Gott, ich muss den Typen am Anfang dann mal ansprechen, dass der mir sagt, gegen was sie, also, was sie schwach sind. Hallo Jasmin. Das ist aber ein starkes Stahl-Pokémon. Es ist Boden. Ja, einfach mal Surfer. Ah, Stufe 30 ist doch relativ stark hier schon, alle. Oh, sehr gut. Läuft gut bisher. Ist das Chemie geregelt. Aber es wird überleben. Ja. Oh, göttlich. Donphan ist nicht das zielgenaueste Elefanten-Pokémon, was es hier gibt. Alter, ein Volltreffer. Nice. Ja, willst du gleich noch einen Trank einsetzen? Nein? Schade. Okay, Donphan ist schon mal weg. Pokémon Nummer 1 besiegt. Unser Chemie levelt souverän auf Level 28 auf. Hut, Hut. Kein Problem für Eiche. Sage ich einfach mal, wie viele Pokémon hat die eigentlich? 3, okay. Hey, Hut, Hut. Bock auf einen Steinwurf und seinen Kopfstoß macht nicht so viel Schaden. Aber es lässt mich. 35! Hut, Hut. Was geht? Wie oft soll ich noch zurückstoßen, schrecken? Okay. 35 Hut-Hut. Ei. Citrobeere, nehme ich an. Ja. Okay, wir machen noch einen Steinwurf. Ich meine, da kommt ja nicht viel bei rum bei dem Hut-Hut. Bam. Okay, kein Problem. Level 35, es hätte alles sein können, was einfach stärker gewesen wäre. Huh, Level 29, nice. Und Tyrakrok. Das ist ein Wasser-Pokémon. Das heißt Ast. Sie sind herzlich eingeladen, den Kampf beizuwohnen. Ich freue mich ein bisschen. Huh. Okay, ich habe mir den Kampf schwerer vorgestellt bisher. Mit 30. Und sowas wandert ein durchtrainiertes Stahl-Pokémon nicht. Was? Ja, durchtrainierte Stahl-Pokémon haben wir jetzt gesehen. Ganz viele. Aber Level 30, Leute, ich glaube, ich muss mal wieder irgendwo trainieren gehen. Heiliger. Obwohl, noch läuft's ja, gell? Erst wenn wir einen verlieren, muss ich trainieren. Oh, das war nicht wirklich viel Schaden. Habe ich jetzt mehr erhofft? Ja gut, aber Ast sollte auch langsam mal Rasierblatt oder sowas lernen, ne? Irgendeine starke Pflanzenattacke. Man stellt eines her, es gibt erst auf, wenn es vorbei ist. Okay. Hypertrank so früh. So optimistisch. Oder eher pessimistisch. So früh eingesetzt. Wäre noch gar nicht nötig gewesen. Sozusagen. Das Vieh will einfach weiter pennen. Oh, Tyrakrok, du bist ein Profi. Richtiger Held. Und, Leute, was soll ich sagen? Das war der 6. Orden, ne? Ja, 6. Orden. Kein Problem. Einfach nur ein Profi am Start hier. Lockduft, braucht kein Schwein, Mann. Das war beeindruckend, ich weiß. Du scheinst der bessere Trainer von uns beiden zu sein. Das gilt sowohl für dein Geschick als auch für dein Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Der Stahlorden. Boah. Voll stahlig. Wenn du den Stahlorden besitzt, kreuchen die Pokémon bis zu einem Level von 70, selbst wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und jetzt nimm bitte noch das hier.
TM23 ist folgendes. Eisenschweif. Der harte Schwung mit dem Eisenschweif kann gelegentlich auch die Verteidigung deines Gegners senken. Interessant. Leute, das war krass. Was ist stark gegen Stahl? Mann, Pokémon von Typ Stahl sind einfach unglaublich. Bei deinem Kampf gegen Jasmin sind richtig die Funken geflogen. Scheiße, jetzt erzählt das mir nichts mehr. War das doof. Das ist doof. Okay, gehen wir nochmal schön ins Pokémon Center. Na, wisst ihr was, das mache ich zwischen den Parts. Würde ich sagen, bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Soul Silver in der Nuzlocke Randomizer Challenge. Ich bin euer Delta, das ist Sashimi. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.